Ich bin damals aus dem Iran weggegangen, um eine gute Ausbildung zu bekommen und um Ingenieur zu werden. Es war der Beginn einer wundervollen Reise. Nicht, dass ich die Dinge groß geplant hätte. Ich hatte mir einfach immer vorgenommen, mein Bestes zu geben bei jedem neuen Ziel, das ich mir setzte. Lebensglück ersehnt, erarbeitet, erlangt. Das ist die Geschichte von Mohsen Sohi. Erfolg als Lebensprojekt, Aufstieg als Lebensweg. Geboren im Iran, studiert und gearbeitet in Amerika, seit 2 Jahren nun Vorstandschef von Freudenberg. In der Geschichte des Familienunternehmens nimmt der 55-jährige Mohsen Sohi einen ganz besonderen Platz ein. Egal ob in Deutschland, in den USA oder irgendwo sonst auf der Welt, es gibt kaum Unternehmen, die 165 Jahre alt sind. Es ist eine Ehre, ein solches Unternehmen zu leiten und Verantwortung zu übernehmen. Wichtig ist mir, diese Verantwortung bestmöglich zu erfüllen. Und dazu gehört auch, die Geschichte und die Traditionen des Unternehmens zu kennen und zu verstehen. Geschichte, die hier geschrieben wurde. Weinheim im Nordwesten Baden-Württembergs. Anfangs eine kleine Lederfabrik, ist Freudenberg heute einer der größten Mischkonzerne Deutschlands. Fast 40.000 Mitarbeiter weltweit, ein knappes Viertel davon in Weinheim, 6,5 Milliarden Euro Umsatz. Die Palette der Produkte schier endlos. Medizingeräte, Fließstoffe, Haushaltswaren. Mit Dichtungstechnik macht Freudenberg einen großen Teil seiner Gewinne. Kleine oder große Kautschukringe für elektrische Zahnbürsten, Autos, Schiffe. 4 Geschäftsfelder, 12 Geschäftsbereiche. Dieses verzweigte Konzerngebilde zu leiten, erfordert vor allem einen klar definierten Führungsstil. Ein Unternehmenspatriarch von oben herab, so wie bei Freudenberg mehrfach in der Vergangenheit, der will Mohsen Sohi nicht sein. Eher schon ein Kommunikator, ein Zuhörer, im Austausch mit allen Hierarchiestufen. Es gehört zu meiner Verantwortung, Entscheidungen zu treffen, die im Unternehmen nicht immer sofort auf Gegenliebe stoßen. Nicht alle Mitarbeiter ziehen da von Anfang an emotional mit. Wichtig ist in so einem Fall, ein Thema intensiv zu besprechen und auszudiskutieren. So gelingt es mir meistens, eine große Mehrheit der Kollegen auf meine Seite zu ziehen. Und die tragen Veränderungen dann auch mit. Der Kauf und Verkauf von ganzen Geschäftsbereichen ist eine von Sohis wichtigsten Aufgaben. Der Erfolg bei Freudenberg gibt ihm bislang recht. Umsatz und Gewinn konnten in seinen ersten 2 Jahren als Chef gesteigert werden. Wolfram Freudenberg, Vorsitzender des Aufsichtsrates, trifft sich noch hin und wieder mit Geschäftskollegen. Seinem Zögling Sohi, den er 2010 von Freudenberg USA nach Deutschland holte, lässt er weitestgehend freie Hand. Er hatte eine hohe Akzeptanz im Unternehmen, gilt als hervorragender Fachmann und eine mich immer wieder überraschende, tolle Balance zwischen Intelligenz und Empathie, zwischen der Fähigkeit, analytisch sauber zu denken und Menschen zu gewinnen, ihm dann auch in der Entscheidung zu folgen. Die Berufung zum Freudenberg-Chef, für Sohi auch privat eine große Veränderung. Vor einigen Jahren noch im US-Bundesstaat Michigan ging es für ihn und seine Familie 2010 in die deutsche Provinz. In einer Führungsposition tätig zu sein, bedeutet immer jede Menge Stress. Das hat ein solcher Job an sich. Ich bin jemand, der nicht sofort den Schalter umlegen kann. Aber ich versuche es, so gut es geht. Es dauert meist ein wenig, um den Arbeitsmodus hinter mir zu lassen. Die Hälfte seiner Arbeitszeit verbringt der Freudenberg-Chef bei Filialen und Kunden im Ausland. Die Autofahrt zum Frankfurter Flughafen Standard. Gerade erst ist er aus Brasilien zurückgekehrt. Jetzt geht es weiter auf Geschäftstermin nach Asien.